Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu Teil 21 der Ironman-Kampagne. Und gleich vorab, wenn es hier ein bisschen immer mal rauscht oder so, es liegt an den Ventilatoren, die hier laufen, es geht aber leider im Moment nicht anders. Sind irgendwie, also heute ist es im Moment noch etwas besser als gestern, aber es sind, weiß ich nicht, irgendwas über 30 Grad, Junge, da gehst du ja kaputt hier. Naja, okay, aber zum Game. Ich habe einen ganzen Teil weitergespielt und ich hatte ja bei 20 quasi so ein Special gemacht, ne, extra für den Horst hier so ein bisschen gucken, wieder ein bisschen konzentrierter, taktischer spielen und auch neue Mechs und Mech-Varianten mal testen, also welche, die ich hier noch nicht gespielt habe, einfach damit mal ein bisschen Abwechslung ist. Und ich habe ein bisschen weitergespielt, ihr seht das hier anhand der Tage, das sieht jetzt aus, als wäre richtig viel vergangen. Aber tatsächlich habe ich nur zwei Planeten oder so gemacht, weil ich mich nämlich von hier oben, wo wir ja beim letzten Mal waren, da irgendwo, bis hier runter bewegt habe zu diesem Flashpoint mit dieser KI, die wir ja schon mal hatten. Also ich habe ja so eine KI irgendwie entdeckt und dann war ja da so ein Raumschiff hinher, die war, oder nee, die KI war dafür zuständig, eigentlich mit diesem Raumschiff zu kommunizieren, was dann aber irgendwie schiefgelaufen ist und wie auch immer. Und da gibt es dann Folgemissionen und da offensichtlich, also hatten die damals gesagt und das ist ja eine davon. Und deswegen, hier mit diesem geilen, fetten Ding, deswegen dachte ich, ja, die müssen wir machen und das will ich euch natürlich zeigen. Also ich kenne sie selber nicht, deswegen, Schwierigkeitsgrad ist nicht sehr hoch, aber heißt ja vielleicht nichts, keine Ahnung. Und ja, ich bin da einfach gespannt. Aber kurz noch zu den Mechs und Piloten. Ich habe ein, zwei Piloten angeheuert, einen hier ist ja direkt wieder gestorben, das war aber, glaube ich, schon im letzten Video. Ich habe aber ein, zwei andere neue Leute noch dazu genommen. Die sind inzwischen auch ganz okay gelevelt. Irgendwo, genau, den habe ich noch nicht eingesetzt. Da kam direkt so ein Event und da hat mich jemand gewarnt mit, ja, hier, schmeiß ihn lieber raus und bla bla, habe ich aber nicht gemacht. Den habe ich so angeheuert, also mit diesen hohen Werten hier schon und als Scout. Also der hat hier alles schon fest, ich kann nichts mehr einstellen, kann ihn nicht mehr entwickeln quasi, nur halt hier noch mit Punkte verteilen. Aber fand ich ganz cool, weil es halt ein Scout ist und so einen ähnlichen hatte ich ja hier, den habe ich auch schon mit relativ hohen Werten angeheuert, weil ich dachte, ich will mal irgendwie Scouts haben, einfach nur um alles so zu bedienen und auch hier taktisch, keine Ahnung, bla bla. Auf jeden Fall, den hatte ich ganz niedrig angeheuert und mal ein bisschen weiter hochgelevelt. Der war jetzt ziemlich lange verletzt. Oh geil, können wir mal direkt noch hier, zack. Ja, also ein paar neue Piloten und vor allem neue Mechs. Da habe ich nämlich einiges gemacht und verändert. Ich habe ein, zwei Mechs verloren, also zum Beispiel der Zeus wurde mir abgeknallt. Ich habe einen Highlander verloren, ich habe den Awesome 8T leider verloren. Das ist sehr ärgerlich. Aber ich habe ein paar geile Ersatzdinger. Und zwar, gehen wir mal ein bisschen durch. Hier, so ähnlich wie ich den eh immer schon im Einsatz hatte, den einen Highlander, aber mit Sprungdüsen jetzt. Und dann jetzt sehr geil, hier, der ist jetzt gerade erst fertig geworden, ein Highlander, so wie ursprünglich ein Highlander ist. Also natürlich nicht ganz, aber irgendwie, ich habe versucht, da recht nah ranzukommen. Mit einer Gauss Rifle, mit geilen Medium Lasern, KSR-6, LSR-20, so und Jumpjet, so wie das eigentlich auch sein soll. Übrigens, alle Mechs, die ihr hier seht, also wie zum Beispiel auch diesen Highlander, habe ich noch nicht gespielt. Also ich habe die ganzen letzten Missionen tatsächlich immer nur mit Mechs gespielt, die ihr schon gesehen habt. Deswegen musste ich immer mal ein bisschen vorspulen, aber ich dachte, wenn, dann will ich das richtig machen und ich will die neuen Mechs quasi hier neu zeigen, ja, im Spiel das erste Mal und nicht, dass ich mich da schon irgendwie eingefunden habe oder so. Deswegen habe ich eigentlich immer den Awesome 8T, Banshee S, Banshee M, Archer, aber nicht den, sondern den 2S eingesetzt und ja, den Highlander und Zeus, die sind halt kaputt gegangen. Ja, aber ihr seht, hier hat sich einiges entwickelt. Also, der Highlander noch neu. Ich habe einen Archer 2R. Ich weiß nicht, ob ich den beim letzten Mal schon gebaut habe, aber ich habe mir etwas anders gemacht. Normalerweise hat er 2 LSR-20 für Medium Laser. Der hat jetzt nur 2 LSR-15, allerdings so verbesserte. Und hat aber noch ein paar Heatsinks zumindest gekriegt. Und ich glaube, etwas mehr LRM-Ammo. Wobei, ich glaube, also, nee, standardmäßig hat er auch 4 Tonnen, aber 4 Tonnen kommst du halt bei 15er Werfern weiter mit als bei 20ern, ist ja klar, ne? So, also den gebaut. Ein Kataphrakt habe ich mal gebaut, weil ich dachte, warum nicht? Doch nicht eingesetzt hier. Habe ich nicht ganz so gemacht, wie ein Kataphrakt eigentlich ist. Normalerweise hat er irgendwie eine AK-10, ich glaube dann eine PPK, so von allem so ein bisschen. Meiner hier hat 2 PPK, 2 Medium Laser, eine Ultra AK-2,
fand ich ganz geil irgendwie, den mal so eher auf Distanz und Dings. Der hat nicht viel Panzerung. Ich habe den nicht aufpanzern können, weil er halt diese ganzen Sachen hat. Und ich habe also ziemlich allen neuen Mechs irgendwas Geiles eingebaut, wenn ich es hatte. Also hier Cockpit-Mod, Gyro, alles rein, was irgendwie ging. Den Cyclops HQ hatten wir schon mal in einem Video, irgendwann früher, aber ich habe mir den ja wieder fertig gemacht, weil ich den einfach cool finde. Also ich habe ja gesagt, ich gehe nicht mehr nach maximaler Effizienz, sondern deswegen auch ein bisschen was mit so Standardvarianten quasi, sondern ich gehe nach, ja, einfach mal Sachen ausprobieren und das spielen, wo ich Bock drauf habe. Und Cyclops fand ich schon immer voll geil vom Design und auch so als Kommando-Mech. Und deswegen ist er wieder dabei. Und ich hatte da ja beim letzten Mal gesagt, das ist so ein bisschen wie beim Marauder, der reduziert den Schaden, den die ganze Lanze kriegt. Aber nicht nur das, sondern noch viel, viel geiler ist, hier dieses, nicht plus Accuracy, minus Damage. Wo stand denn das? Der hat nämlich so ein Teil, dass alle, warte mal, vielleicht sieht man das dann hier im ganzen Text, dass alle, Leute in der Initiative einen hochgesetzt werden. Ah ne, hier, das macht der Battle Computer, genau, den hat er nämlich auch. Also ist fest verbaut, kann ich nicht ändern. Und das Ding ist super geil. Das heißt, die Assaults rutschen in den Slot von den Schweren, die Schweren in die Mittlere und so weiter. Das ist richtig, richtig cool. Ja, die Hatchetmans waren ja ganz geil, habe ich aber einen verloren, den anderen habe ich dann rausgeschmissen, obwohl ich weiter einsetzen wollte, aber ich komme mit den leichteren Mechs hier nicht mehr wirklich klar. Rifleman 3C hatte ich ja, glaube ich, schon im Video eingesetzt. Ich habe ihn hier auch einmal eingesetzt. Der ist so Standard, wie er ist. Das Einzige, was ich jetzt modifiziert habe inzwischen, ist, ein Medium-Laser rauszuschmeißen und eine Tonne AK-10-Ammo mehr zu nehmen. Weil er hat standardmäßig tatsächlich nur 2 Tonnen für die 2 AK-10 und läuft relativ schnell leer. Hat natürlich auch massig Hitzeprobleme, aber das ist nicht so schlimm. Hat er so jetzt nicht mehr. Also nicht so schlimm. Und ja, ist halt geil. 2 AK-10, wenig Panzerung. Der ist dabei, den Cyclops HQ habe ich auch wirklich als HQ gemacht. Also 4 Medium Laser, eine LSR-20 mit schönen Munition. Der hat massive Hitzeprobleme, aber der soll ja immer nur so ein bisschen supporten. Vielleicht mal hier und da im Nahkampf zuhauen, das funktioniert auch immer mal ganz gut. Der ist ja relativ schnell für so einen fetten Mech. Ja, den hier habe ich noch nicht gespielt. Also jetzt hier noch nicht gespielt, aber ich dachte, okay, komm, machen wir mal einen Orion. Haben wir nämlich irgendwie auch noch nicht eingesetzt oder hatte ich nur mal am Anfang. Der hat ausgerüstet eine AK-10, 4 Medium Laser und eine KSR-6. Gibt es so ähnlich als Variante ja auch. Eigentlich noch ein bisschen anders, aber ist noch relativ nah am Original. Dasselbe dachte ich mit dem Shadowhawk, noch nicht eingesetzt. Ich hatte davon irgendwie so viele über. Kohle habe ich auch ganz viel. Ich habe einige Mechs verkauft und Zeug und hin und her. Aber beim Shadowhawk dachte ich, jo geil, Shadowhawk finde ich eh cool. Das ist so ein super geiler Allrounder. Und dann habe ich den einfach mal voll gepimpt. Also wie gesagt, noch nicht eingesetzt, noch nicht ausprobiert. Panzerung hat er wie Standard. Hat auch seine Jump Jets. Ich habe 2 Leg-Mods reingemacht, dass er nämlich einmal mehr Schaden macht und einmal weniger Schaden kriegt. Also ne, beim Todessprung, wenn man das mal machen sollte. Ich habe die fetteste AK-5 reingepackt, die ich hatte. Also eine verbesserte halt. Mit 1 Tonne Muni. Eine LSR-5, die beste, die ich hatte. Mit 1 Tonne Muni. Bis dahin ist er noch soweit Standard. Er hat einen Medium Laser, auch wie der normale, aber auch so einen verbesserten. So, und jetzt weiche ich ab. Normalerweise hat er noch eine KSR-2. Meiner hat halt einen Small Laser. Und ich weiß nicht, was ich mit der halben Tonne da noch gemacht habe. Vielleicht habe ich doch eine halbe Tonne Panzerung aufgemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hier, ne? Gyro, Cockpit-Mod. Ja, Armod, ne, alles reingepackt irgendwie, was geht. Die Leg-Mods. Und ja, sieht halt auch hier ganz geil aus. Also der ist ziemlich vollgepackt. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, es ist trotzdem nur ein Shadowhawk 55 Zoll. Der Phoenix Hawk übrigens, der nicht mehr dabei ist, ist mir auch kaputt gemacht worden. Weil ich sage, mit den leichteren Mechs, also wenn man hier diese Fette, hier sieht schon geil aus, was der an Zeug hat. Wenn man jetzt diese ganzen Missionen macht, die jetzt so anstehen, da kommt man mit den kleinen Dingern einfach nicht mehr zu Rande, leider. Das ist echt schade. Manchmal braucht man noch sowas, weil man hat immer mal so Missionen, wo man, da hatte ich ein, zweimal, war ich da richtig mit Rängnis, da sollte ich so Beacons wieder platzieren und musste ganz schnell da die Punkte einnehmen. Das habe ich gerade so geschafft und zwar auch nur, weil die Marek Banshee, deswegen ist jetzt gerade auch hier kaputt und wird repariert, im Prinzip immer nur gesprintet ist. Das ganze Spiel, der habe ich überhaupt nicht mit geschossen, sondern musste immer sprinten, damit ich diese Punkte irgendwie noch kriege. Sehr ätzend. Da ist natürlich dann so ein Shadowhawk oder irgendwas geil, wenn man den mit dabei hat. So habe ich das immer mit dem P-Hawk gemacht, aber wie gesagt, kaputt.
Ja, also auf den bin ich gespannt. Ein Awesome 8Q habe ich erbeutet und habe den auch so gemacht, wie ein Awesome 8Q ist. Nämlich einfach nur mit 3 PPK und der Rest voll mit Heatsinks. Normalerweise hat der Awesome 8Q noch einen Small Laser. Den habe ich rausgelassen und habe die halbe Tonne, glaube ich, auf Panzerung gemacht. Ansonsten ist der, wie gesagt, absolut Standard. Also die halbe Tonne macht nicht wirklich einen Unterschied und ganz ehrlich, der Small Laser im Nahkampf auch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Awesome fand ich schon immer geil vom Design. Mir gefällt ehrlich gesagt der alte oder dieses alte Design bei dem ein bisschen besser. Viele Mechs sind ja in dem MechWarrior Online oder eben hier Battletech Styling richtig geil. Also ein Rifleman zum Beispiel. Ich meine, der ganz alte hat zwar Charme, aber der hier sieht, finde ich, tausendmal geiler aus als der ganz alte Unseen Rifleman. Awesome war nie Unseen, das war immer ein eigenes Design, aber trotzdem, finde ich, sah der alte besser aus als der neue. Naja, Stalker. Da sieht der aktuelle geiler aus als der alte, finde ich. Also ich meine, der sieht dem anderen noch ziemlich ähnlich, aber irgendwie ist das alles ein bisschen geiler gemacht. So, und zum Stalker, ich wollte ja unbedingt einen haben. Also habe ich den auf einem Planeten so gekauft, wie er ist, für 9,6 Millionen, glaube ich. Das war richtig teuer. Aber ich dachte, ach scheißegal, nimmst du den? Der ist absolut Standard, da ist nichts dran modifiziert. Der ist so brandneu aus dem Laden quasi. Und ja, na, wir alle kennen und lieben den Stalker. Panzerung, ganz okay. Super langsam das Teil, klar. Aber massiv bewaffnet. Total, also es gibt, glaube ich, kaum Mech, selbst die Banshee S nicht, die so krass bewaffnet ist wie der Stalker, weil der hat halt vier mittlere, zwei LSR-10, zwei KSR-6, genug Munition. Der hat alles, was man will, nur halt auch massive Hitzeprobleme. Aber auf jeden Fall geil, endlich habe ich einen Stalker 3F. Es gibt super geile Stalker-Varianten übrigens, aber hier ist halt ein Standard 3F. Und dann habe ich auf dem Schlachtfeld ein einzelnes Teil noch erbeutet und ich hatte ja schon zwei. Also habe ich hier mal einen modifizierten 3F gebaut, so wie ich mir das eher vorstelle. Der ist allerdings noch in Arbeit, wie ihr seht. Ein Battlemaster habe ich mal wieder mit reingenommen, der ist auch noch in Arbeit. Ich meine, den habe ich genauso gemacht, wie ein Standard-Battlemaster ist. Also mit PPK, 6 Medium Laser, KSR-6, weiß ich nicht, MGs oder irgendwas noch. Also so wie ein Battlemaster. Ich finde, Battlemaster ist eh ein unheimlich starker Mech. Sehen wir dann, wenn er fertig ist. Das ist der nächste, der da ist. Ja, die Banshee M nach wie vor so dabei, wie ich die halt gemacht hatte. Zwei Large Laser statt zwei PPK, zwei Medium Laser und dann noch ein paar MGs für Nahkampf. 4 Stück, glaube ich sogar. Nee, 6, 5. Okay, 5 aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil kein Platz mehr war oder so. Sehr cool, auch sehr cool im Nahkampf halt. Banshee 3S, alle lieben sie oder hassen sie, weil es ist einfach das Ultra-Viech. Also, ne, hatte ich ja schon mal eingesetzt, der hat einfach, ne, seine PPK AK-10, LSR-15, 4 Medium Laser, glaube ich. Ja, genau. Genug Heatsinks, also der kriegt zwar auch immer mal Hitzeprobleme, aber es hält sich in Grenzen, der ist absolut cool. Das ist einfach absolute Maschine, mega gepanzert, halt langsam, klar. Aber egal, weil geil. Ja, und dann hatte ich gesagt, beim letzten Mal hatte ich ihn direkt verloren im ersten Einsatz. Ich habe mir einen neuen organisiert und zwar einen Dragon. Mich hatte ja ein bisschen gestört, dass der so relativ langsam ist, obwohl ein Dragon ja eigentlich 5.8 sein sollte. Also eigentlich ja recht schnell. Aber irgendwie ließ der sich ja nicht bewegen, dass da drei Evasion-Marker dran waren. Aus welchem Grund auch immer. Das hat mir hier so ein komisches Ding da dran. Keine Ahnung. Ich habe aber gesagt, den würde ich ganz gern nochmal antesten. Quick Draw finde ich zwar sehr geil im normalen Spiel, aber hier ist das irgendwie, finde ich, nicht so fett. Der ist ja auch kaputt gegangen, habe ich keinen neuen besorgt. Aber den Dragon dachte ich, dem gebe ich nochmal eine Chance. Und ich habe den so oder fast so ausgerüstet, wie ein Dragon normalerweise ist. Der hat nämlich eigentlich AK-5, LSR-10 meine ich und zwei Medium Laser, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. So habe ich das auch gemacht, aber ihr seht, alles verbesserte Teile, nur den geilsten Scheiß hier reingepackt. Der hat zwei Small Laser. Ich weiß gar nicht, zu welchen Kosten. Ich glaube, normalerweise hat er 2 Tonnen AK-5 Munition. Der hat jetzt halt nur eine und dafür zwei Small Laser. Ich meine, dass es so wäre. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nicht wirklich aufgepanzert, wobei ein Dragon hat okaye Panzerung von sich aus schon. Das geht. Ja, ich bin gespannt. Archer 2S, schon 135 Mal eingesetzt. Hier Arm ist abgeschossen worden. Ich glaube, ich habe den jetzt so modifiziert, dass er einen Medium Laser weniger hat. Also nur noch einen Laser und ansonsten alles nur Raketen und massig gepanzert. Ist einfach geil. Also der geht richtig ab. Die King Crab
jetzt inzwischen schon ein paar Mal eingesetzt und ja, also ich finde sie super, weil sie einfach ein super geiles Design hat. Und ich habe festgestellt, meine hat ja zwei AK-20, eine LSR-10 und dann ganz viele MGs, also vier Stück hier für Nahkampf und Targeting System noch. Das Ding ist, normalerweise hat die ja eine LSR, ich meine 15 und einen Large Laser. Und ich weiß inzwischen auch echt wieso, weil ich hatte ein paar Schlachten dabei, da musste ich mit dem Ding echt immer erstmal sprinten, weil es war die Idee, okay, entweder du schießt jetzt halt, also du gehst und schießt deine LSR 10, ja, toll, oder du sprintest einfach, damit du dann vielleicht in der Runde drauf mal nah genug bist, um die AK-20 zu ballern. Also ein Large Laser und eine LSR 15 hier drin wären geil, weil ich echt nicht sicher bin, ob das wirklich so war oder was ein Large und eine LSR 10, ich weiß es nicht. Aber mein Ding hier ist halt maximal gepanzert, hat diesen Targeting-Computer, also man trifft die AK-20 immer, ich glaube mit 95%, also mit so einem geilen Piloten natürlich drin. Obwohl es 4 Tonnen Munition sind, ist der mir schon ein paar Mal leer gelaufen in Mission, was aber okay ist, weil, also ich sage ja eh immer, allein schon bei einer Tonne, wenn ein Mech es schafft, eine Tonne AK-20 Munition auch komplett zu verschießen und am besten dann alles zu treffen, dann ist das schon in Ordnung, bei 2 Tonnen ganz zu schweigen. Ne? Und ich habe ja hier 2 Tonnen pro Waffe, also das ist schon in Ordnung. Ja, funktioniert sehr gut, ist halt nur super langsam das Teil, klar. Ja, dann habe ich nochmal einen Grasshopper wieder mit reingenommen, weil ich dachte, warum nicht? Ich brauchte nämlich ein bisschen noch was Mobileres, habe auch den ausgestattet, so wie normalerweise ein Grasshopper ist, also mit Sprungdüsen und weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die LSR rausgelassen und habe irgendwas anderes gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, müssen wir gucken, wenn der fertig ist. Ja, aber im Prinzip war es das dann. Sind wir alle Max einmal durch. Schade, dass der Stalker noch nicht fertig ist, aber auch so, denke ich, habe ich ja schon ein bisschen was zum Zeigen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch mal diesen Flashpoint und gucken mal, was man da so machen muss oder was sich so ergibt. Ne? So, keine nachfolgenden oder consecutive ist ja so aufeinanderfolgende Dinge. Okay, mal gucken. Langes Engagement, okay. Rare Items gibt es und keine Beschränkungen. Ja, alles klar. Dann gucken wir mal. Genau, also unser erster wirklicher Hinweis auf der hier zur Jagd nach der Dobrev, das ist dieses verschollene Dings Explorator-Ship da, wo diese KI uns ja irgendwie hinführen will. Und ja, mal gucken. Beginn. Okay, Dario sagt. Also Leute, Distributionscenter der Warman Group, das sind ja irgendwie die das, wie war das nochmal in der Mission, die wollten das verhindern oder wollten die KI abschießen, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall sind das die Gegner, ist mitten im Zentrum, okay, eines unbewohnten Dschungels, Lush World, okay, also Independence ist der Planet, im grünen Gürtel, also viel Dschungel und so. Okay, wir werden unseren Weg zum Distributionscenter freischießen müssen. Dann müssen wir rausfinden, wohin sie die Dobrev gebracht haben. Und wir müssen so viel exotisches Zeug irgendwie da rausziehen, wie unser Leopard halt tragen kann. Ja, okay. Übrigens sehr geil, also ich habe ja glaube ich schon mal gesagt, ne, das habe ich bei Space Marine immer gesagt, aber hier gilt das auch. Überlegt euch mal, hier von ein zweiter Teil von dem Spiel, alles in ein bisschen geiler. Also das Spiel ist ja schon mega geil, aber überlegt euch mal, wie geil das wäre, wenn man irgendwann zum Beispiel einen Leopard gegen Union tauschen könnte oder einen zweiten Leopard, dass man zwei Lanzen einsetzt oder Verstärkungen reinholt oder was weiß ich, also irgendwie so Sachen noch machen könnte, wäre schon fett. Naja gut. Also es kann nicht so leicht sein, wie du das gerade gesagt hast. Jawohl, es war niemals so leicht. Also einfach reingehen, alles kaputt machen, wieder fliehen. Jetzt sagt er, nee, wird's auch nicht. Die Baumann-Gruppe hat eine sehr stark oder gut bewaffnete Kavallerielanze auf Patrouille da. Direkt außerhalb unseres Ankunftsgebiets. Wenn wir das Center also zuerst angreifen, bevor wir uns um die kümmern, dann haben die genug Zeit, uns zu umkreisen und uns zu flankieren. Okay, jetzt sage ich, ja, hier hört sich ja an wie eine Situation, die man lieber vermeiden will. Jetzt sagt hier Sumaya, ja, ist es, genau.
Und das ist, und aus diesem Grund müssen wir das alles hier schön safe angehen. Also deswegen anstelle eines direkten Angriffs auf die Einrichtung setze ich unsere MechWarrior ganz am äußersten Rand des Territoriums von denen ab. Und genau, und wenn das alles so stimmt mit den Aufklärungsdaten, die wir haben, die wir von Darius Kontakten haben, dann kriegen wir nämlich diese Kavallerie, oder dann überraschen wir quasi diese Kavallerielanze. Und sie sagt jetzt hier, ja, und was ist, wenn das nicht funktioniert? Dann wird uns das auch einiges sagen. Ja, genau, nämlich, dass man sieht, dass die Quellen da von ihm nämlich scheiße waren oder uns nur irgendwie, weiß ich nicht, verarschen wollen. Okay, ist okay für mich. Dr. Murat, hast du den Mörderbjörn wieder online gebracht? Das ist ja die KI, die wir quasi mitgenommen haben, glaube ich. Ja, ich bin ja immer zwei Schritte voraus oder immer einen Schritt voraus, sagt man ja wohl eher. Ich packe mal hier auf den Screen. Genau, da ist wieder die KI, die spricht uns an und sagt, sie hat mitgekriegt, dass wir einen Kampf-Drop, also hier so ein Dings-Drop ins Auge fassen. Und deswegen sagt sie, wenn wir dieses Center eingenommen haben, dann sollen wir bitte hier die Ingenieursabteilung, also sie hier, kontaktieren. Dr. Murat und diese KI werden, also Mordobjörn, werden bereitstehen, um alles zu analysieren und zu checken an Daten, was wir da halt so finden. Okay, jetzt sagt Sumaya, naja, alternativ dazu könntest du, ich weiß nicht, uns vielleicht helfen, also raushelfen. Ich meine, wir haben deine ganzen Kombat-Drohnen, also deine ganzen Kriegsdrohnen hier nicht oder Kampfdrohnen nicht umsonst hier rausgeholt. Jetzt sagt er, also wenn eure Lanze Unterstützung braucht, will ich die natürlich liefern. Aber ein Wort der Warnung, die Kombat-Drohnen, also die Kampfdrohnen sind eine begrenzte Ressource. Wenn die beschädigt oder zerstört werden, dann gibt es keine Möglichkeit, die zu ersetzen. Niemand auf diesem Schiff hier hat das spezialisierte Wissen, das man braucht, um Stylik Defense Force Kampfdrohnen zu reparieren, ihm inkludiert. Also er kann es auch nicht reparieren. Denn diese Funktionen wurden von einem extra dafür ja, abgestellten System auf der Orbitalplattform, wo er ja ursprünglich drauf war, übernommen. Und genau, wir sind ja nicht mehr auf der Plattform, also super. Aber Mama Bär hat recht, Meier. Wir sollten die Drohnen in Reserve behalten, bis wir die Dobrev tatsächlich finden. Denn er hat so ein Gefühl, dass wir die dann wirklich brauchen werden. Darius sagt, okay. Außerdem, ja, okay. Die 50.000, die wir hier schon rausgeschmissen haben an ja, Bestechungen und sowas, sollte unseren Einsatz easy machen. Ja? Also wenn die ganzen Daten und Sachen stimmen. Wahrscheinlich habe ich so ein Gefühl, dass das nicht der Fall sein wird, aber das sehen wir dann. Sie sagt hier, ja, ich denke, das werden wir schon früh genug herausfinden. Lass uns runtergehen. Je schneller wir den Gegner angreifen, desto mehr Zeit haben wir dann, um das Center von denen ja, zu treffen. Okay, dann mal los. Hallo? Okay. So, ja, die Frage ist, was für Max? Also, da das ja vor allem Dschungel sein wird, sollten wir gut Springer dabei haben. Jetzt weiß ich aber nicht, was an Springern schon verfügbar ist. Deswegen, die normalen Missionen, die es hier gibt, sind natürlich gar nichts. Aber deswegen sind wir auch nicht hier. So, was haben wir denn an Springern? Das hier sind alles keine. Okay, ich schmeiß erstmal eben einmal alles raus. Die Schwierigkeit ist nicht allzu hoch. Der Shadowhawk kann springen, den nehme ich auf jeden Fall mit. Die beiden Highlander können springen. Den Highlander bin ich sehr gespannt mit der Gauss Rifle. Und der andere Highlander, der so wie immer halt dabei ist. Jetzt haben wir drei Springer. Mehr Springer habe ich gerade nicht zur Verfügung. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich nehme den Cyclops HQ einfach um. Also, wir sind jetzt hier massiv überbesetzt, denke ich, für die Mission, aber das ist egal.
Oh, hier steht Biom Lowlands, nicht Dschungel. Egal, ich guck mal. Also wenn da ganz viel Wald ist, dann ist das blöd. Also wir sind jetzt massiv stark aufgestellt, haben hier zwei super schlagkräftige Mechs. Einen, der recht mobil ist. Und halt das Kommando-Ding, was uns Vorteile erschafft. Hier, guck mal, er ist jetzt in Initiative 4, also bei den leichten Mechs, das ist schon ziemlich geil. Ja, so gehe ich es auf jeden Fall an. Aber ich könnte noch überlegen, einen Schwächeren hier, den Piloten setze ich, glaube ich, noch ein. Der darf in den Cyclops, der Megasaurus, eigentlich immer in der King Crab gewesen bei allen meinen Missionen. Okay, und jetzt könnte man hier den Scout auch noch nehmen. Okay, ich tausche jetzt hier mal komplett durch. Bootcamp kommt da rein und den neuen Scout setze ich in den Shadowhawk. Der wird aber halt schlecht treffen. Aber ist egal. So habe ich jetzt überall die Nachwuchspiloten und in dem Highlander mit der Gauss hätte ich gerne den fetten Piloten. Ja, okay, also muss ich die zwei tauschen. Kumio darf den mit der Gauss haben und Bootcamp nimmt den anderen. Gut, gucken wir mal, was das wird. Wie gesagt, von der Schwierigkeit easy game, aber wir werden sehen. Ich hatte eine Mission dazwischen, die stand auf 5 Punkten. Die war super leicht. Also ich hatte nur 4 Mechs als Gegner. Keine Verstärkung, kein gar nichts. Ich konnte die super leicht ausschalten und dachte mir dann so, Alter, wo war das denn eine 5-Sterne-Mission? Dann hatte ich wieder eine, die war auf 4,5. Da musste ich gegen insgesamt 3 Mechlanzen kämpfen. Zwar eine dann später, aber zwei waren gleichzeitig mit Turmunterstützung von denen. Das war auch da, wo ich den Zeus unter anderem verloren habe. Das war auch wieder sowas, wo ich in der Mission dachte, Alter, das kann ich überhaupt gar nicht schaffen. Wie soll das gehen? Ja, und das war schon hart. Ihr seht hier, das ist eine Mission, dafür gibt es kein Geld. Alles ist auf Maximum Loot. Also ich konnte ja nichts einstellen. Aber das ist ja hier auch ein Flashpoint. Deswegen mal gucken, was hier so geht. Ja, also hier sieht man es auch noch mal. Diese Gruppe, die hat wahrscheinlich die Dobrev ja geplündert und Teile davon verkauft. Und wir wollen natürlich auch einen Anteil. Natürlich wollen wir ja auch wissen, was da so storytechnisch passiert. Ah, okay, war gut mit den Springern. Ist nämlich doch nicht so. So, die sollten irgendwo hier patrouillieren, reingehen, hart zuschlagen und auslöschen. Better move fast. Okay, ja, also wahrscheinlich wird hier irgendwas falsch laufen, aber egal. Ich rück jetzt einfach erstmal vor. So, da sind schon Contacts. Incoming Transmission eines unbekannten Dropships. Es ist eins von Baumanns, also muss es. Nee. Ach so, es ist nicht von Baumann, deswegen muss es zu irgendjemandem gehören, der auch dieses Teil da gerade angreift. Oh shit. Wer? Bounty Hunter. Also der Bounty Hunter, wer auch immer das ist. Ah, okay, der Legendary Mech Warrior, irgendwas. Okay. Ah ja, der mit der Holowitz-Show und den Actionfiguren und so. Ja, cool. Da ist er, der Bounty Hunter. Commander. Wir haben uns noch niemals vorher gesprochen, aber ich glaube, du weißt bestimmt, mit wem du hier sprichst. Ja, wir wissen, wer du bist, Bounty Hunter. Ich glaube, es gibt keinen Mech Warrior, der lebt, der dich nicht kennt. Aber wenn du meine Frage erlaubst, was zur Hölle machst du hier? Ja, das gleiche wie du, aber nur schneller und besser. Meine Crew packt nämlich gerade schon das Inventar der Baumann-Gruppe ein, während wir sprechen. Alter. Danke für den Hinweis, denke ich. Ja, es war mehr eine freundliche Warnung. Du willst nämlich lieber wegbleiben vom Distribution Center, bis wir fertig sind. Am besten ist für ihn sogar, wenn wir uns jetzt einfach sofort zurückziehen, und alles wäre gut. Er gibt uns ein paar Minuten, um drüber nachzudenken. Er ist offline, okay. Ja, wir wurden jetzt gerade von einem Promi bedroht. Der Mann ist eine lebende Legende. Also ziehen wir uns zurück, sagt Young. Ja, wenn wir jetzt umkehren und rennen, dann wird der Bounty Hunter uns wahrscheinlich trotzdem quasi in den Rücken schießen, während wir durch die Tür gehen. Also so ein bisschen, ne? Der Mann hat immerhin einen gewissen Ruf. Und selbst wenn nicht, dann wird das unserer Reputation enorm schaden. Denk mal, wir würden einfach genau auf dem nächsten Holowid oder der nächsten Saison vom Bounty Hunter sein, wie wir halt wegrennen. Meinst du, uns will da noch irgendeiner anstellen? Sagt er, naja, andererseits, wenn wir ihn besiegen und gewinnen,
sind wir berühmt. Wir könnten unser Rating gut ja, pushen. Ach, scheißegal, einfach vorwärts, wenn er uns platt machen will oder wenn er einen Teil von uns will, dann wird er halt gucken müssen. So sinngemäß. Ja, dann würde ich nämlich auch sagen, einfach los. Das war ein Scheiß-Move. Ich dachte, ich bin noch in dem Sprint-Ding. Naja. Weil jetzt steht er hier schon richtig scheiße. Wobei zum Glück noch ein gutes Feld gehittet. Weil solange ich in diesem Sprint, also noch nicht im Kampfmodus bin, mache ich das eigentlich gerne, dass ich die einfach irgendwie nach vorne schicke und gut. Cyclops bleibt hier relativ hinten, schießt seine LSR, das ist in Ordnung. So ist eigentlich perfekt. Mit Breaching-Shot bei so einer relativ starken Waffe. Receiving you. So, der Highlander kommt nicht wirklich weit. Deswegen jump ich ihn einfach nach vorne. Echt doof, dass wir ihn nur auf so einen Vulcan schießen, aber ist egal. Ich habe keine Lust, jetzt schon Zulk auszugeben. Deswegen werde ich jetzt erstmal einfach nochmal schießen. Ich meine, es ist halt nur ein Vulcan, ne? So, und hier ist der geile Highlander, also der mit der Gauss Rifle. Ich komme noch nicht nach da vorne, muss ich aber eigentlich. Denn wir haben eine Gauss Rifle. Right, nice. Erster Mal Gauss Rifle Ansatz hier und direkt zerstört. Das liegt natürlich auch daran, dass noch die LSR-20 mitgeflogen ist und ein paar andere Mechs vorher schon noch geschossen. So, er sagt, ach, du bist immer noch hier. Ja, das ist natürlich schade. Ich dachte, du hast auf meine ganz simplen Anweisungen gehört. Ja, ja, klar. Sorry, dass wir dich enttäuscht haben. Hey, ich bin... also mir tut's genauso leid. Ich habe nämlich gehofft, dass du okay. Bin hier gerade mal etwas abgelenkt. Okay, keine Ahnung. Ja, also wir haben ihm jetzt zum Glück irgendwie eine Entscheidung abgenommen oder so, stand da noch. Oh Mann, Commander, wir haben Company, also hier sind jetzt noch mehr Leute angekommen. Also, wenn es irgendwie sein soll, oder wenn es durch irgendein Wunder dazu kommen sollte, dass du das überlebst, was jetzt kommt, dann schreib mich gerne an. Ansonsten ist das erstmal ein Goodbye, Commander. Im nächsten Leben solltest du einen besseren Job machen oder besser, ja, deine Kämpfe halt besser wählen. So, das heißt, er hat sich jetzt wahrscheinlich wieder verpisst, aber wir machen jetzt halt seine ganzen Mates platt. Das ist so der Plan. So, eigentlich ist es doof, mit dem Shadowhawk jetzt schon so weit vorzupreschen. Mache ich auch nicht. Ich gehe hier hinten hin. Ready, set. Einfach einmal, um Sichtlinie auf das Fahrzeug hier herzustellen. Klar, die LSR-5 bringt jetzt da nicht so viel, aber ich will den Shadowhawk jetzt nicht verheizen hier vorne. Okay, die kämpfen teilweise gegeneinander, oder wie sehe ich das? Ja, das ist die Baumann-Gruppe und das andere, das war das Zeichen von diesen Söldnern. Übrigens ein geiles Zeichen, ich finde, das da. Ja. Aber egal, wir machen die alle kaputt. So wie man das halt macht. So, den Cyclops lasse ich einfach nur geschmeidig nach vorne laufen. Hab zwar nur eine Evasion, ist nicht so schlimm. Ich stehe in einem Waldfeld, der ist gut gepanzert. Und schieße halt wieder meine Schüsse. Jetzt könnte ich mit dem Highlander auch einfach vor... Ne, ich kann auch einfach springen, weil ich komme ein Stück weiter. Ich mache trotzdem nicht wirklich Hitze, wenn ich jetzt nur die LSR schieße. Ja. Ah, ich weiß nicht. Der Bulldog hat sich gedreht. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die eine LSR noch reicht. Die 20er, die ich noch habe hier. Sehen wir jetzt gleich. Ah, okay. Und ich habe jetzt Sicht auf diesen Griffin. Da könnten wir... Klar, warum nicht? LSR hier hin, Rest auf den Griffin. Ja, okay, hat gereicht, sehr schön. Ah, die Gauss, also 75 Schaden auf eine Location über so eine Distanz ist schon fett, aber die wiegt halt auch viel, ne? Eigentlich will ich gar nicht so sehr nur die jetzt angreifen, sondern ich würde ganz gerne hier diese Gegner da platt machen, den da zum Beispiel. Weil die sollen sich schön auch weiter bekriegen. Hoffentlich dreht er jetzt nicht ab und greift mich an. Aber wir greifen jetzt diese Söldner-Typen da an.
ich das nämlich richtig gesehen habe und der Commander weg ist, sind es trotzdem drei Gegner-Mechs, also drei von diesen grünen und noch zwei von der Baumann-Gruppe. Deswegen wäre es sinnvoll, jetzt erstmal da diese Bounty-Hunter-Typen fertig zu machen. Ja genau, macht ihr euch mal alle gegenseitig platt und ich wisch hier auf. Commander. Hier wieder gute Feuerposition. Leider auf ihn, aber ist egal. Machen eh alle kaputt. Ich sag ja, taktisch wäre es kluger, das hier klüger, das jetzt nicht zu machen, sondern erst komplett auf die Bounty Hunter zu gehen. Aber ja, ich nehme halt, was ich kriegen kann. Ne? Wobei mir das echt nicht ganz in den Kram passt. Ich werde ihn einmal sprinten lassen. Ja, die sollen sich erstmal alle schön gegenseitig wegnehmen. So, und jetzt kann er nämlich, da ich Sicht habe, wahrscheinlich weil der eine diesen Rangefinder hat, nämlich trotzdem auf ihn hier. Sehr schön. Ich würde ja gerne erstmal bei dem Centurion weitermachen, aber ich verteile ja einfach mal schön rundherum, gucke, dass ich selber nicht wirklich Schaden kriege und alles ist gut. Erstmal machen wir noch weiter. Schade, dass ich nicht genau da in den Wald komme. Erstmal machen wir noch weiter hier diese Sprungtaktik. Wenn das gleich irgendwann hitzetechnisch mal blöd wird, dann fange ich halt vielleicht mal auch an zu laufen. Aber Zikade schon relativ beschädigt. Hier kann ich nur die LSR schießen. Okay, gehen wir auf die Zikade. Treffe ich nicht gut. Ist egal, mache ich trotzdem. Oh, Nahkampf. Der trifft mich natürlich. That got through my armor, Commander. Ja, doof. Jetzt schon direkt mit dem internen Schaden hier. Okay, Zikade ist quasi erledigt. Bein ab, dicke Torso ab, also alles weg. Pilot ist down, sehr schön. Jetzt hat er sich hier schön vorne hingestellt. Also einen von den beiden werde ich jetzt kaputt machen, denke ich. Weil wenn die alle drei zum Beispiel auf den Centurion gehen, wird er weg sein. Centurion AL, coole Variante. So. Diesmal werde ich nicht springen. Habe zwar jetzt nicht wirklich Evasion drauf, aber ich will einfach nur in so eine Schussposition. Und vielleicht reicht das. Aber wobei, der ist noch quasi voll gepanzert. Firing everything I've got. Schon richtig krasser Schaden. Mein klar, der Mech wiegt ein ganzes Stück mehr als der Gegner hier, als der Centurion, aber trotzdem. Zwei Highlander reichen alpha-mäßig, um einen Centurion wegzumachen. Ohne dass man zielt, weil ich hätte jetzt auch direkt auf Center immer zielen können, dann wäre das vielleicht eh noch anders gewesen. So, jetzt die Frage, ihn finishen? Nee, ich glaube, ich gehe hoch und greife ihn schon mal an. Ja, Mist, hier habe ich auch nicht dieses Wärmeding. Ich lasse mal die LSR weg, kann ich Munition sparen und Hitze ist nicht so krass mehr. Deswegen fangen wir schon mal mit dem Greif an. Der da ist noch ziemlich unbeschädigt, der Vindicator. Oder sogar komplett unbeschädigt. So, mit ihm möchte ich weg. Okay, ist der Arm nur, der beschädigt ist, aber da ist der verbesserte Medium Laser drin. Right, Commander. Er kann in den Rücken schießen, außerdem muss er sich rächen. Ah. Oh, super niedriges Threshold hier. Wahrscheinlich, weil da noch so ein Lappenpilot drin ist. Hm. Ja, machen wir so. Ja, warum er sich jetzt da hingestellt hat, weiß kein Mensch. Ich meine, gut, er hat ja gebraced, also ist eigentlich egal, auch im Offen hat er auch genug Damage Reduction, aber es war einfach ein komischer Zug. Wahrscheinlich hat er eh schon keine Waffen mehr. So, ich lasse den Cyclops tatsächlich mal hier in den Nahkampf gehen, weil Hitzeabbau und warum nicht? Bam, das Bein abgetreten, sehr schön. Keinerlei Nahkampfwaffen hier drin, aber das ist nicht so schlimm, also dem haben wir jetzt schon mal ganz gut eingegeben. Und jetzt sollte ich eigentlich den Vindicator da hinten angehen, aber
Standing by. Doch, ich glaube, das mache ich auch. Ich gehe mal ein Stück hier hoch, dann kann ich hier sekundär die Small Laser noch schießen. Zack, zack. So ist das schön. Firing on multiple enemies. Der PK ist kaputt, also seine Hauptwaffe ist weg. Gut, dann kann ich mich jetzt erstmal um die beiden hier kümmern. Waiting on you, Commander. So, ein Gauss Rifle muss nicht so nah, da kriegt er mich gleich im Nahkampf. Ich gehe vielleicht einfach echt ein Stückchen zurück. Oder ich springe irgendwo hin, weil hier kriegt er mich im Nahkampf, hier überall auch. Hier hinten kann ich nur indirekt schießen, da könnte ich hin, habe ich aber keine Deckung. Nee, dann, oh, da ist doch geil. Da kriege ich ihn auch nur indirekt. Nee, da ist doch nicht geil, schade. Hier kriegt er mich aber im Nahkampf, hier würde gehen. Ja, das ist okay. So, und wenn er liegt, kann ich gezielt schießen. Nehmen wir den Center, vielleicht reicht's ja. Ja, sehr schön. Das ist immer, das ist ja keine Garantie, dass man dann da auf dem Center trifft. Aber ich finde es immer ganz gut, direkt den Center zu nehmen, weil wenn dann sowas ist wie da, dass man da überwiegend trifft, dann, dann keine Ahnung. Reicht halt ein so eine Alpha Strike für einen Mech oder so. Habe ich jetzt extra gemacht nach hinten, weil ich möchte hier nicht den Laser oder den Arm verlieren. Und jo, passt noch genau. Kann ich einfach einmal die LSR schießen. Und halt gegen den letzten Nahkampf. Mann. Minimal damage on that hit. Gut, aber ich denke, da werde ich mit dem Cyclops hier jetzt nochmal zuschlagen, genau, auf das Feld gehen, damit ich selber so im Wald stehe. Man, in den Center hat gereicht, direkt kaputt. Sehr schön, können die beiden Highlander jetzt auf den da gehen und dann ist wahrscheinlich auch schon vorbei. This should be good. Bein ab. Heißt, wenn er es liegt, kann der andere Highlander gezielt schießen. Ich habe jetzt im ganzen Kampf kein Resolve ausgegeben. Sollte man eigentlich nicht immer vernachlässigen, weil ich habe da eh so viel. So, ja, das R lassen wir mal weg. Obwohl, ist eh egal. Sehr schön. So, das war's. AO ist clear. Okay, also praised die Götter, weil er findet, dass das nicht der beste Weg ist, seine Zeit zu verbringen, wenn man hier mit dem Bounty Hunter sich prügelt. Incoming Transmission, der Bounty Hunter kontaktiert uns. Okay, also er hat gehört, dass wir die alle fertig gemacht haben. Er denkt, dass er uns dafür danken soll. Okay. Weil jetzt hat er was Neues, was er bei seiner Feier da irgendwie erzählen kann. Aha. Sie sagt, naja, also von meinem Standpunkt aus gibt es jetzt nicht so viel, was du feiern könntest. Er sagt, naja, doch, den ganzen Shit, den wir hier gelootet haben, der sagt was anderes. Also, ne, immer sinnmäßig übersetzt. Also, er wird sich gerne darüber unterhalten, wenn wir alle wieder im Orbit sind. Wir sollen ihn mal ruhig anquatschen, wenn wir, ja, hier fertig sind. Also ehrlich gesagt, für den Loot wäre ja schon gut, da mit dem ganzen Starleague-Zeug. Kacke, muss direkt schon repariert werden. Aber cooler wäre halt ja die Story dahinter. Ne? Okay, ich kann eine Menge Loot einsammeln von den Sachen, die hier sind. Also von den Gegnern und so. Erstmal die besonderen Waffen. Cynics Doll ist dabei. Okay, dann nehmen wir Mech-Teile. Nehmen wir den Griffin 1S, haben wir nämlich einen vollständigen Mech. Vulcan 5T, noch ein vollständiger Mech. Dann nehmen wir die zwei Cicada-Teile, haben wir auch einen vollständigen Mech. Perfekt. Drei Mechs komplettiert, weil ich ja teilweise schon einen Teil hatte. Okay, ich habe sowieso jetzt noch ein paar Dinger dazu gekriegt. Ich mache aber 27 Items hier, ist es auch kein Wunder. Aber gut.
So, Vulcan 5T, bla bla bla, genau. Griffin 1S, eigentlich ganz geil. Zikade 3C auch. Aber trotzdem sende ich die natürlich, oder packe ich die natürlich direkt in Storage, weil den Shadowhawk, der ist nur ganz leicht beschädigt, den will ich natürlich wieder reparieren, denn der ist eigentlich ganz cool. So, und weiter geht's in der Story. Da ist der Bounty Hunter. Also ich muss ja schon zugeben, Webster, ich habe dich stark unterschätzt. Okay. Wenn wir uns jemals irgendwie in einem Gefecht wiedersehen wollten, werde ich dir nicht meine zweite Wahlleute schicken, sondern selber die Sache in die Hand nehmen. Naja, das da unten war einfach nur Geschäft, Bounty Hunter. Es gibt keinen Grund, irgendwie jetzt hier aufeinander wütend zu sein oder so. Sagt er, ja, ich bin ja froh, dass du das so siehst. Ich habe sogar gerade einen Drop Shuttle unterwegs zu dir. Denn ich habe realisiert, dass deine Mac Company ja hier irgendwie so ein bisschen jetzt die Gearschten waren quasi. Und deswegen habe ich hier ein kleines Friedensangebot. So eine Art Trostpreis für die Verliererseite. Alter, ich will den kaputt machen. So, jetzt kann ich sagen, what is it? Also was gibt's denn? Oder ich kann dir sagen, wo du dir deinen Trostpreis hinstecken kannst. Ich mach erstmal what is it. Also er hat so ein bisschen Wreckage und so, Bits and Pieces, nichts Tolles. Aber seine Leute sagen halt, das ist alles was sie noch nie vorher gesehen haben. Und er denkt, oder er könnte sich vorstellen, dass Vitan, also hier unser Chef-Tech, irgendwie vielleicht da mal drüber gucken will. Und damit ist er dann ein bisschen beschäftigt. Das ist ja schon mal was. Und er sagt, oh, wie unsagbar nett von dir. Genau, und er sagt, hör mal, geht's nur mir so? Oder ist das nicht, fühlt sich das nicht total an wie so ein, ja, da muss doch irgend, also das fühlt sich doch sehr verdächtig an und es muss doch irgendwie ein Haken dran sein. Er sagt, nee, es gibt keinen Haken, es ist einfach nur ein Scrap-Pile, alles zu beschädigt, um es wieder zu verkaufen. Außerdem hat er auch gar keinen Platz mehr dafür. Okay, seine Crew hat schon so viel exotischen Kram, wie das Dropship tragen kann, mitgenommen. Also, und jetzt sagen wir, wollt ihr es jetzt haben oder nicht? Er will es nämlich lieber einem würdigen MechWarrior geben, als, weiß ich nicht, irgendwo in so einer Sammlung wahrscheinlich oder so verrotten zu sehen. Okay, aber wenn wir halt nicht wollen, kann er die Sachen auch einfach hier quasi rausschmeißen. Jetzt kann ich nur sagen, we'll take it. Ich hätte jetzt halt gerne noch trotzdem sagen können, nee, komm, wir machen das trotzdem nicht oder so, aber gut, we'll take it. Ah, gut. Okay, ja, genau. Man weiß ja nie, wen man irgendwie in der Zukunft nochmal trifft, deswegen hier bla bla, zack, so, jetzt ist er weg. Mann, was ein Arsch. Ich meine, er hat uns jetzt so ein bisschen Schrott gegeben als Teil eines Geschenks. Aber jedes einzelne Wort, was er gesagt hat, hat sich jetzt immer wie eine Drohung oder so angehört. Jetzt sag ich aber, ja, aber der Schrott kam halt von der Dobrev. Das macht potenziell irgendwie wertvoll, also mit Hinweisen und so. Sie sagt jetzt, ja, stimmt, da hat der Commander recht. Da könnten Hinweise sein. Und zwar nämlich darauf, wo auch immer hier der Dings Baumann, also dieser Leader da von der Baumann-Gruppe, die Dobrev halt hingebracht hat. Okay, sie will ja, sollte uns ja eigentlich nicht daran erinnern müssen, wie wichtig es ist, dieses Schiff zu finden. Und er sagt, nee, stimmt ja, aber er ist sich nicht im Klaren über die Motive des Bounty Hunters, aber das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem sehr gespannt darauf wäre. Denn eben, das Zeug kam von der Dobrev, ein Schiff, was wo eh schon klar ist, dass es voll von Sonnenlicht und Einhörnern ist. Genau, er wäre schon sehr überwacht, wenn seine MacTechs nicht schon längst da dran sitzen würden. Also was auch immer da drin ist an Antworten, wir kriegen's und er wird uns das so schnell präsentieren, wie er kann. Aber wir sollten uns halt nicht zu viel Hoffnung machen. Jetzt sagt er, ja, nee, keine Angst,
Konzentriere dich einfach da auf deine Aufgabe. Niemand von uns wird vergessen, dass der Bounty Hunter halt hier voll der Albtraum ist. Alter, ich will den einfach kaputt machen. Naja, stand da jetzt nicht. Während wir auf den Report vom Cheftech warten, sollten wir in der Zwischenzeit vielleicht einfach mal ein paar Contracts, also ein paar Verträge machen, damit ja einfach Cash weiter reinkommt und bla. Ja, wie, das war's dann jetzt schon? Oh Mann, ich will doch wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass das schnell geht und wir das noch machen können. Also, eine fett verbesserte LSR 10, ein King Crab Teil, sehr geil. Haben wir eigentlich fast eine zweite King Crab zusammen. Eine verbesserte PPK, Rangefinder, AK-20 mit Extra Damage, sehr schön. Giro AK-2 mit Pulus Crit. Okay, gar nicht so schlechte Teile. Jetzt nicht der Mega-Kracher, aber trotzdem gar nicht so schlecht. Und ja, jetzt habe ich halt nur das Problem, ich bin hier am Arsch der Welt. Hier gibt es keine wirklichen Contracts, die mir irgendwas bringen. Reparieren mal kurz den Shadowhawk. Ich werde den auch nach ganz oben schieben, denn ich denke mal, der wird nur ja einen Tag 600 Siebels, also quasi, weiß ich nicht, fast nichts. So, ich schieb den, na, ich schieb den mal nach ganz oben. Genau, jetzt sind die beiden ganz oben. Der Grasshopper braucht lange. Ah, die brauchen dann alle so lange. Egal, lassen wir mal so, weil Grasshopper wäre schon sinnvoll mit den Sprungdüsen. Ja, okay, und jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier hinfliegen und was Sinn macht, weil wir wollen ja nicht hier diese 0815-Mission haben, sondern soll ja auch schon irgendwie abgehen, ne? Also hier. Das Doofe ist, dass man halt so viele Tage verschwendet. 26 Tage. Ich meine, klar, dann werden die Max fertig, aber na, das passt mir natürlich hier nicht so. 21, 22... Da ist ein Flashpoint. Auch sogar ein ganz cooler. 84 Tage. In die Richtung könnte man gehen. Ja, also wir gehen in Richtung von diesem Flashpoint. Das wären 30 Tage direkt. Aber vielleicht kann man ja auf dem Weg noch bei irgendeinem Planeten was machen, wo wir zum einen noch nicht waren und wo zum anderen vielleicht auch eine gewisse Challenge auf uns wartet. Ist aber hier nicht. Da könnte man noch hin. Also man könnte hier hin, das kostet aber quasi an Transitzeit fast das gleiche, wie wenn ich direkt dahin fliege. Deswegen fliege ich direkt dahin, ja. Damit wir fürs Video mal noch einen zweiten Flashpoint haben. Lost Tech Items gibt's da, Sigga, los geht's. Und ja, der Vorteil an dieser langen Reise ist, dass quasi alle Mechs, fast alle Mechs, bis auf den Stalker, fertig werden, bis wir da sind. Trotzdem ist es schon krass, dass wir jetzt fast einen ganzen Monat hier in Transit verbringen, also so viel Zeit verschwenden. Das ist ein bisschen doof. Wäre dann auch doof für die Wertung, aber geht ja nicht um die Wertung. Ich hoffe halt echt nur, dass wir in der Kampagne noch rauskriegen, wo die Dovref ist. Also, dass das irgendwie weitergeht. Ich vermute ja, dass wir dann da irgendwie wieder gegen den Bounty Hunter zocken müssen und bla bla und keine Ahnung. Alles okay, aber ich will trotzdem wissen, was mit diesem Schiff los ist. Oder was da Cooles gibt. Aber so ist natürlich geil. Der Grasshopper wird fertig, die Banshee wird fertig. Leider nicht der Stalker, wobei ich könnte ihn ja umstellen, dass der modifizierte Stalker noch vorher fertig wird. Gucke ich mal kurz. Der braucht aber so lange. Aber den Stalker trotzdem der Banshee vorziehen, 17 Tage, das könnte reichen. Stalker... Ja, dann wird der Stalker noch vorher fertig und die Banshee halt nicht. Ja, das ist doch okay. Weil die Banshee geil ist. Aber egal, Stalker auch. Stalker ist halt so ein richtiger... Ja, so stelle ich mir das vor mit Assault Mech. Halt die unsagbar krasse Firepower. Er kann alles irgendwie. Also, ne, Fernkampf, Nahkampf, mittlere Distanz, scheißegal. Geht langsam, aber stetig nach vorn und macht einfach alles kaputt. So. Ist dafür dann auch relativ leicht zu outflanken, also irgendwie, dass er flankiert wird oder dass ihm Leute in den Rücken schießen. Hat halt, wenn er einmal mitten im Geschehen ist, keine Chance mehr, da irgendwie wegzukommen. Aber im Idealfall muss das ja auch nicht sein, weil er einfach alles kaputt macht. Mit seinen Kumpels, die auch noch mit vorrücken. Na, was jetzt?
Okay, einfach wieder ein Sprung. Komisch, dass das Game manchmal zwischendurch so hängt. Könnte auch wegen, wobei Hitze geht hier noch beim PC sich gerade, aber kann natürlich auch sein, dass aufgrund der Hitze hier alles irgendwie, weiß ich nicht, beschissener läuft. So, ein Event. Pickup Game. Also die wollen da einen Basketballkorb hinbauen, okay. Ah, okay, und die fragen, ob ich mitspielen will. Ich kann mit Peanut Butter gegen Tarzan Mokassin spielen. Und die anderen sind schon alle, ja, yeah, ja, klar. Ja, sicher, komm, wir spielen ein freundschaftliches Game mit hier, so. Peanut Butter findet das geil, kriegt deswegen High Spirits. Sim White Rebound, Tarzan, bla bla. Okay, und zack, ganz easy Game, gewinne ich auch noch. Und wir gewinnen. Ja, das war Super Commander, bla bla bla. Ah, ich sollte vielleicht lieber bei Sachen im Mac bleiben und so. Ja, okay, haha, lustig. Alle sind super drauf und Peanut Butter hat halt gute Laune, hat jetzt High Spirits. Ja, sehr schön. So, also das, was ihr da oben gesehen habt, ist halt wirklich der einzige Vorteil an diesem langen Transit jetzt. Dass wirklich alles bereit ist, bis auf die eine Banshee, aber alles verfügbar, alles toll, alles repariert. Okay, und wir gucken hier kurz rein. Und dann, Moment, muss ich aber eben einmal Pause machen und mir einen Kaffee holen. Gleich wieder da. So, für euch nur eine kleine Unterbrechung, denke ich. Für mich halt eine etwas größere hier, aber ich habe mich jetzt wieder versorgt mit Wasser, Kaffee, alles geil. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn der 3D-Drucker schon fehlt, weil es so warm ist, ne, dann ist echt Schluss mit lustig hier. Also alles andere ist zwar schon ätzend, aber dann kriege ich echt schlechte Laune, Junge. Naja, okay, egal, zurück zum Game. Also, wir sind an einem neuen Flashpoint, leider gegen Horst Steiner, aber ist mir eigentlich relativ egal. Free Worlds League eigentlich auch immer cool. Und ja, für die Liga freier Welten gegen Horst Steiner stand ja da. Okay, und der Verbindungstyp da von denen heißt uns herzlich willkommen zu Planeten Pilpala. Und ohne Zweifel haben wir ja schon bemerkt, dass das System ja innerhalb der Grenzen der Liga freier Welten ist. Aber die Nachbarn, nämlich der Lyranische Commonwealth, hat es sich zur Aufgabe gemacht, halt diese Grenzen zu missachten. Ah, die Lyraner, das ist ja komisch. Eigentlich war es doch immer Haus Liao, was um diesen Planeten irgendwie kämpfen wollte oder so. Jetzt sagt er, naja, die Wahrheit ist, dass wir hier einfach kein Ende finden, dieses System ja zu befrieden. Aber trotzdem probieren wir es weiter. Und das macht den Eingriff von Haus Steiner jetzt umso ätzender, quasi. Okay, die haben jetzt sogar, haben die sogar die Unverschämtheit besessen, einen militärischen Stützpunkt hier auf der Planetenoberfläche zu etablieren. Ah, okay, und den sollen wir jetzt kaputt machen? Ja, genau, aber das schafft ihr gar nicht alleine, denn die ganze Struktur ist so verstärkt und bla und Dings. To the point of comedy, okay. Okay, denn die bereiten eher zu viel als zu wenig vor. Ich meine, man kennt das ja immer mit der Steiner Scout-Lanze aus Fiatlas und so. Okay, also, was für einen Support kannst du uns denn dann bieten? Ja, unsere Long-Term-Batterien stehen euch zur Verfügung. Außerdem werdet ihr im Feld bei der Gwidion-Kompanie unterstützt. Das ist eine Söldnereinheit quasi. Ah, okay, von so einer Provinz von der Liga freier Welten. Und die werden irgendwie den Fokus auf sich ziehen, während wir dann Zeit haben, Artillery Beacon zu platzieren. Also so eine Mission wieder. Du wirst die Hilfe brauchen, denn das Zeitfenster für diese Mission ist sehr kurz. Deswegen wirst du schnell rennen mögen. Niedrig Tonnage-Lanze. Und ja, die Steiner Verteidigungen sind eher fett.
Genau, also sie sagt, ich will uns jetzt hier nicht rausreden, aber wieso kannst du nicht einfach ohne Markierung da komplett reinballern und alles kaputt machen? Es ist immerhin ein Static Target, also es bewegt sich nicht, deswegen sollte es doch eigentlich leicht sein, das zu treffen. Sagt er, ja, könnten wir. Aber weil da so viel Farmer drumrum leben und bla bla, wollen wir die ja alle nicht kaputt machen. Und deswegen muss das schön präzise sein. Denn wir sind nicht wie unsere kapellanischen Nachbarn. Aus Marek wird sich nicht die Hände im Blut der Unschuldigen waschen und deswegen muss es ein ja, Surgical Strike, also wirklich ein Präzisionsschlag sein. Und genau, keine Kollateralschäden, alles klar. Ligafreie Welten ist ja immer so sehr menschenfreundlich und so sehr cool. Ja, genau, also so soll es sein und deswegen lässt er uns jetzt und er wird dann sich freuen, über den Erfolg zu hören. Also, bla bla bla. Ja, okay. Einfach, los geht's. Ja, der Shadowhawk wird auf jeden Fall dabei sein wegen der Mobilität und der Sprungfähigkeit, der Grasshopper. Oh geil, können wir noch ein paar Missionen auch machen. Ich lasse das mal so stehen. Also Shadowhawk auf jeden Fall dabei. Mal gucken, wen hätten wir denn noch, der etwas mobiler ist. Hier den Dragon vielleicht. Und natürlich den Grasshopper. Der Rest ist alles langsam. Okay, dann wird der Cyclops diesmal nicht mit dürfen, sondern ich da stattdessen den Grasshopper nehme. Ist aber schon ein sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Also ich bin gespannt. Aber wir haben ja hier die beiden Heavy-Hitter, sag ich mal. Das sollte eigentlich gehen. Vielleicht nehme ich aber nicht diesen zweite Wahlpiloten. Wobei der sitzt eh nur im Shadowhawk. Piloting nur 5. Ist egal. Wir machen das so. Wieder Jungle, also wird wahrscheinlich dann ein bisschen blöd sein mit Beweglichkeit, aber wir haben jetzt komplett Sprungmax, es sollte eigentlich gehen. Trotzdem nicht das Schnellste, aber mal sehen. Ja, lecker Wasser. So. Ja, also solange die anderen halt nicht irgendwie aussteigen, sollte das für uns easy sein, sagt er. Aber es ist ja eine Joint Operation, also eine kombinierte hier Mission. Ah, das sieht so cool aus, also diese Farben. Okay, zack, 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 bla bla bla, alles klar, Olivera out. Okay, diese Map hatte ich leider auch schon ein paar Mal. Ja, und die 3 Punkte muss ich innerhalb von 8 Runden kriegen. Das heißt, einfach schön nach vorne rennen. Soll man nur kurz gucken, ob ich mit Jump weiterkomme? Nee. Ja, dann geht's einfach schön nach vorne. Und. Soll man sogar schon ballern? Ah, nee, darf ich nicht. Na gut, dann nicht. Ja, da komme ich nicht weiter mit. Also, der Shadowhawk wird hier rechts den holen, Grasshopper da hinten und die beiden Highlander gehen vorne auf den Punkt. Das ist so die Idee. Das sollte gut machbar sein in der Zeit. So, jetzt werde ich aber anfangen mit Springen, einfach mehr Evasion zu kriegen und höhere Mobilität zu haben. Ich gehe mal auf den Turm. Alter, wo hat der denn die AK hingeballert? Bei 80% Treffer wahrscheinlich. Ja. Awaiting orders. So, somit kommt er da. Ne, ich werde jumpen. Roger that. Habe ich zwar nicht gut Deckung, aber schön was an Evasion. Wir schmeißen mal Vigilance an, weil warum auch nicht? Könnte ich den Turm hier nehmen? Oder den? Oder? Ach ne, Anti-Aircraft Generator? Ach so, wenn der weg ist, gibt's Verstärkung. Ja gut, dann. Das stand da wahrscheinlich gerade im Text, wo ich wieder so schnell weitergemacht habe. Habt ihr gesehen? Ah gut, und alle Türme direkt weg. Ja, toll. Okay, und hier kommt die Verstärkung. Ja,
mit dabei. Der hat Pulslaser mit dabei, der Grasshopper, also auch. Und ich glaube ein Double Heat Sink. Also habe ich auch alles reingepackt, was irgendwie ging. Was haben die denn dabei? Ein Katapult? Das war, glaube ich, ein Rifleman. Oder ein Jäger. Muss ich gleich nochmal gucken. Taking minimal damage. So, was haben sie denn? Das Katapult C1, Jägermech, Trebuchet, Panther. Okay, alles eher auf lange Distanz. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Firing jump jet. Der Feuerkraft von den Pflanzen, also meiner und deren. Sollte das hier super easy sein. Aber ich muss halt die Punkte noch kriegen, ne? 1, 2, in 3 Runden ist der Grasshopper wahrscheinlich da und in 2 Runden der Shadowhawk. Das geht schon. So, einfach Stück nach vorne. Invasion gut. Guarded, also durch die Deckung. Commencing Alpha Strike. Grasshopper stand da natürlich schlecht, hatte glaube ich, also gesprungen ist 2 oder sogar nur ein Invasion Marker. Keinerlei Deckung, kein Nix. Gut für mich. I hear ya. Dann mit dem nächsten Jump da rein, denke ich. Another hit like that and you're toast. Geile Unterstützung, Leute. Aye, aye. Ich spring hier hin, weil es ein Wasserfeld ist. Large Puls, Medium Puls, ja, irgendwas darf ich aber nicht mitschießen, weil ich sonst überhitze hier. Machen wir mal so. They've got a lock on me. Okay, hier kann ich direkt schießen. Engaging jump jet. Genau, also die fokussieren jetzt ihr Feuer auf mich, weil ich halt diese Beacons platziere. Also hat der Steinhockermann jetzt zumindest einen Fehler ausgegeben. Vehicle down. Ja, der Manticore war jetzt schon schwer beschädigt durch den ganzen Beschuss vorher. What can I do for you? Keine Ziele gerade. Here we go. Einfach. Bomb, zap. So, ein Beacon haben wir. Ne, ich gehe weiter nach hinten, damit ich möglichst wenig oder gar nicht getroffen werde. Demolischer LBX, nicht schlecht. Got it. Aus, wobei es eines vielleicht nicht klar ist, ja, aber es sieht immer aus, als würde der eine direkt und eine indirekt schießen.
Yes, Commander. Tja, nicht springen wäre eigentlich... Todessprung auf den Demolisher. Nicht springen wäre eigentlich auch mal geil, aber habe ich nur 2 statt 3 Evasion und mit dem nächsten komme ich da rein. Könnte ich nämlich hier hingehen, Vigilance anschmeißen und den kaputt machen mit den ganzen Nahkampfwaffen. Ich glaube, das mache ich mal, weil es hitzetechnisch auch ganz gut ist. Übrigens Wahnsinn, was ich hier für einen Hitzebalken habe, ne? Weil ich auch so mehrere hier so Heatbanks und sowas eingebaut habe. So, Vigilance und jetzt nehmen wir hier mit ganzen kleinen Waffen, also die ganzen MGs und Small Laser und bauen damit ein bisschen. Reicht natürlich nicht, um Demolisher zu killen, aber gut. Ah, jetzt reicht's aber. Einer noch, dann ist der weg. Oder er schießt einfach seine zweite MSR woanders hin. Ich meine, macht Sinn bei diesem Breaching Shot Skill, aber. Zeus in der Variante mit PPK Large. Ja, cool. Good to go. So, der Demolisher muss weg. Oi. Here we go. Der eine Large ist auf der Weiche von. Einfach alles drauf, was soll's. One more for the trash heap. Waiting on you, Commander. Noch für uns hier noch ein Demolisher. Direkt weg. Das ist auch gut, weil der Grasshopper da nämlich jetzt gleich ziemlich angreifbar steht. Ja, bla, Window is closing. Also hier, wir haben keine Zeit mehr. 4 Runden nur noch. Es geht nur noch um dieses Feld. Shadowhawk hat seinen Auftrag erfüllt. Hat auch schon ganz gut was gefressen, der muss da weg. Nothing, you hear me? Waiting for orders. Ich krieg ihn. Wobei doch, er müsste eigentlich versteckt sein dahinter. Ist ja auch indirektes Feuer. Ist nur eine LSR5, keine Ahnung, hier auf dem Rifle. Gut getroffen. Damage minimal. Standing by. Jawohl, kommt hin, wie ich es mir gedacht habe. Okay, ich bin lieber auf Distanz. Nee, nochmal Vigilance, einfach weil der Grasshopper nicht so viel fressen soll. Ja, und den werden wir jetzt hier kaputt machen, denke ich. Machen wir so. Ja, 5 Medium und 1 Medium Puls. Target locked. Bam. Das ist, glaube ich, wieder die mit der LSR, oder? Weiß ich immer nicht, in welchem Torso die ist. Ah, egal, der geht jetzt hier gleich drauf. Und jetzt das erste Mal, dass die das machen, beziehungsweise dass das funktioniert, wofür die Verbündeten ja eigentlich da sind. Weil die Idee war ja, die ziehen das Feuer auf sich und ich kann die Punkte einnehmen. Was ja halt super geil nicht geklappt hat. Wäre auch schlau gewesen, wenn die irgendwo anders gedroppt wären, hier hinten oder so, aber naja. So, man könnte den Highlander stehen lassen eigentlich. Mach ich auch. Ja, weil hier, ne, alles gut mit Damage Reduction. Dann mache ich jetzt keine Hitze durchspringen. Ich könnte den Javelin zerstören. Ne, ich glaube, ich gehe auf den Zeus, weil ich da einfach alle Waffen schießen kann. Ja, das ist gut. Firing everything I've got. Schön linke Seite. Aber noch nichts kaputt gemacht. Yeah, critical hit. So, und der zweite sollte sich mit dazustellen vielleicht. Ich glaube, ich gehe sogar einfach da rein. Ja. Moving to position. Rough terrain, nicht so schlimm. Target acquired. Seite schon ab. Also der Zeus ist jetzt schon relativ erledigt. Solid connection on that one. So, alle Felder eingenommen, alles super, Fire Control, in 2 Runden kommt der Impact und ich muss jetzt zum Evac Point, der da drüben ist.
Aber scheinbar nicht auf Zeit. System holding. Good to go. Was ist hier? 20% mehr Damage, aber ich werde schlechter getroffen. Machen wir einfach mal. I leap. I soar. Und schießen auf ihn. Hey buddy, behind you. And there's more where that came from. Hat dazu geführt, dass er umkippt. Ist natürlich schlecht. Den Grasshopper muss aber trotzdem unbedingt ein Pilot, der dieses, die LSR war im rechten Torso, nice. Muss ein Pilot, Commander? Der dieses Hitzeabbau-Dings hat, weil das ist schon heftig sonst hier. Tja, ich würde gerne nur gehen, um auch schießen zu können. Mache ich jetzt auch. Komm, eine Runde schafft der Grasshopper das noch. Vigilance brauche ich eigentlich nicht, weil der hier schon alles hat. Hier kann ich alles schießen. Ich teile den Beschuss auf. Und zwar nehmen wir alle kleinen Waffen da drauf. So, und jetzt muss ich nur ein paar von denen hier ausstellen. Ja, so mache ich's. Also Maximum Feuer. Ich baue also nur ein bisschen Hitze auf. Teile aber ordentlich aus, denke ich. Also ihn fangen wir an. Und er, ja, sehr schön. Das war in Ordnung. Das heißt, er wird jetzt noch ein bisschen angefangen, verliert den Evasion Marker. Sehr gut jetzt gleich für die beiden Highlander. Denn dann werde ich erst auf ihn schießen, anstelle auf den verschanzten Javelin oder hier auf den Deckungsfeld. Weil der Rifleman wahrscheinlich trotzdem am leichtesten jetzt Platz zu machen, also leichter als der Gegner. Na, mal gucken. Ja, gut. So kann man natürlich auf den Rifleman gehen. Jetzt ist er nämlich aus seinem Deckungsfeld da gegangen. Also, wo Schaden reduziert wird. Yes, Commander. So, ich werde mich jetzt bewegen, weil ich ja irgendwann da drüben zu dem Evac Point muss. Aber der Griffin. Ja, ich gehe auf den Griffin, damit ich den Medium Laser noch mitschießen kann. Acknowledge. Ja. Waiting on you, Commander. Nicht zu nah an dieses Radierungsding hier dran. Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass ich ihn direkt wegkriege. Warning, incoming artillery fire. Noch den Rifleman rausnehmen. Er hat keine Bewaffnung mehr. Das heißt, er kann nur noch Nahkampfangriffe und sowas machen. Ich laufe mal nur. Ich meine, ist ja nicht so, dass der Shadowhawk keine Panzerung hätte. Also ein bisschen was kann er ja. Also in der Standardausführung. Es gibt ja diese eine Variante, die weniger Panzerung hat. Dafür relativ okay Waffen. Geil, Javelin ist weg. Awaiting orders. Okay, gehen wir in den Nahkampf. Perfekt. Ist zwar nicht das beste Feld, aber da nur noch der Rifleman steht, hier fett Schaden und jetzt noch die ganzen Nahkampfwaffen. Und Hitze abgebaut, ist ja schon mal böse. Reporting critical hit. Yes, boss. On my way. Firing on target. Das ist jetzt sowieso erledigt. Also wenn der zweite Highlander schießt, ist der weg. What can I do for you? Take this. Totaler Overkill, jetzt alle Waffen zu schießen. Did you see that? Did you see it? So innerhalb von drei Runden zu tracken ist ein Bonusziel.
Was ist hier kaputt gegangen? Fall Damage, Right Leg? Hä? Nee, meine Max doch nicht. Komisch. Stand da schon ein neuer Mac drin oder was? What can I do for you? Ja klar, der Shadowhawk kommt hier locker zum Evac Point. Gibt's eigentlich noch Gegner? Nö. Waiting for orders. Wegen der einfach normal, die anderen müssen halt sprinten. Commander? Oder jumpen. Jump komme ich so weit, sprint etwas weiter. Kann sein, dass ich mit den Highlandern gar nicht mehr rechtzeitig dahin komme. Mal gucken. How's it going? Die kommen mit einem Jump nicht sehr weit, mit einem Sprint. Okay. Ja, es könnte eng werden. No shooting, just running. Waiting on you, Commander. Got it. Max speed, no shooting. Genau. Super viele freshe Contracts. Ja, die kommen da schon raus, kein Problem. Die haben Verstärkungen unterwegs. Dann hätten wir doch bleiben können und helfen eigentlich. Aber unsere Mission ist erfüllt und wir sollen uns einfach verpissen. Standing by. Ich hätte ja lieber da noch gekämpft, aber mal gucken. Wenn die beiden Highlander es nicht rechtzeitig schaffen, dann müssen wir sowieso kämpfen. Commander. Also müssen wir nicht, aber würde ich dann. Er sollte aber genau passen. Nächste Runde da reinlaufen und fertig. Going turbo. Einfach nur, weil es auch noch ein bisschen extra Kohle gibt. Wobei es eigentlich auch immer Sinn macht, weiter zu kämpfen. Zum einen, weil man halt Bonus EP macht, Bonus Loot kriegt, aber natürlich auch das Risiko eingeht, dass man selber Einheiten verliert oder so. Es ist unwahrscheinlich, ich habe wenig bis keinen Schaden kriegt. Shadowhawk und Grasshopper ein bisschen wie zu erwarten. Aber die Highlander sind beide frisch. Munition habe ich auch genug. Trotzdem, wir sind mal raus. No sweat. Und zack, extracted. Super, bla bla bla, Fortress ist weg, alles klar. Genau, und die sind auch happy und fanden die Zusammenarbeit gut. Ja, sehr schön. Genau, extra Payment. Keiner verletzt, nichts muss repariert werden, nur Panzerungsschäden. Perfekt, so muss das sein. So, und wir können hier einen Zeus-Teil looten. Sehr schön, haben wir nämlich kompletten Zeus. Verbesserte LSR-15 Medium Laser nehmen wir mit. Oh, nee. Doch, lasse ich so. Cool, noch ein paar Teile dazugekriegt. Den Zeus werde ich wahrscheinlich trotzdem in Storage packen, weil alle Mechs im Moment in Ordnung sind. Die Banshee M wird halt noch fertig repariert. Und die Slots sind eigentlich gut, so wie sie sind. Also klar, ein Zeus wäre eigentlich besser jetzt als ein Shadowhawk, aber die Mission hat es wieder gezeigt. Es macht schon Sinn, auch so ein bisschen schnellere Einheiten dabei zu haben. Und deswegen, der Zeus kommt in Storage. Victor habe ich auch noch irgendwo in Storage. Also ist genug Zeug da. So, wir haben einen Hilferuf erhalten von Commander Kahnby der Gwydion Company, also der Söldnereinheit, mit der wir gerade gekämpft haben. Die sind da auf der Planetenoberfläche immer noch sehr in Trouble. Und da ist ein Steiner Kill-Team, was ihre Position angreift und deren Dropship antwortet nicht. Sie fragen uns nach Hilfe, aber die haben nicht darüber gesprochen, uns irgendwas zu bezahlen oder so. Ihr sagt ja jetzt, was für ein komischer was ein komischer Zufall. Okay, das ist der Steiner-Typ, meine ich. Genau, also der Repräsentant von Haus Steiner sagt, er hat jetzt gleichzeitig für uns ein Jobangebot auf der anderen Seite des Planeten. Nichts Besonderes, aber er wird uns natürlich gut dafür bezahlen. Genau, aber er sagt auch, ja, sieht so aus, als würde uns jemand aus dem Weg kriegen wollen. Ja, aber er hat ist geteilter Meinung dabei. Also es wäre natürlich nicht sehr freundlich oder nachbarschaftshilfemäßig, wenn wir die jetzt einfach hier im Stich lassen.
aber irgendwo werden sie es schon verstehen. Wir sind immerhin alle Söldner und Söldner sind da, wo Kohle zu holen ist. Aber deswegen, ja, sollen wir trotzdem denen helfen oder sollen wir Haus Steiner, also sollen wir uns von Haus Steiner rausnehmen lassen und dafür halt schön Kohle kriegen? Nein, wir werden natürlich denen hier helfen, weil zum einen brauche ich nicht wirklich Kohle. Sie ist jetzt dagegen, weil, ne, sie sagt halt, naja, okay, also die haben jetzt nochmal diskutiert. Der eine sagt halt, ja, cool, die andere sagt irgendwie, ja, nee, aber wir müssen ja schon auch Kohle machen und irgendwie sollten wir das nochmal überdenken. Deswegen kann ich jetzt entscheiden. Also, wir helfen denen. Wenn wir an deren Stelle wären, dann hätten wir auch gehofft, dass sie das Gleiche für uns tun. Oder, nee, stimmt, sie hat recht, wir arbeiten nicht umsonst. Doch, tun wir, mache ich nämlich sowieso ständig bei den Flashpoint-Missions. Und sie sagt, naja, okay, aber danke, für dass du mich angehört hast. Und ich sage dem KNB, dass wir unterwegs sind und bla. Also ist das hier. Ist immer schön, nette Diskussion und so in der Söldnereinheit. Aber alle sind immer freundlich und gut gelaunt und überhaupt. Ich glaube, ich lasse einfach die Zusammenstellung. Wobei man könnte überlegen, ist jetzt einfach nur ein Battle, anstelle vom Shadowhawk einen anderen oder überhaupt mal andere Mechs einzusetzen. Ich glaube, das machen wir mal. Und zwar... Ja, die Springer wären natürlich schon geil trotzdem, weil wir ja hier im Dschungel sind. Aber ich nehme mal diesen Archer hier mit für Long Range Unterstützung, also mit den beiden LSR. Und vielleicht tausche ich einen Highlander gegen einen Stalker. Einfach damit wir mal einen Stalker dabei haben. Ja, also das ist nicht die beste Mission für einen Stalker, aber wir nehmen trotzdem einen mit. Grasshopper bleibt. Und der Highlander mit der Gauss auch. Achso, ne, jetzt habe ich aber den falschen rausgeschmissen, weil das hier ist nämlich gar nicht der mit der Gauss. Ja. Also, er kriegt den Stalker. Der B ist der mit der Gauss, genau. Er kriegt den mit der Gauss. Hier kommt ein Pilot rein, der Hitzeabfuhr-Dingsmäßig was hat. Zum Beispiel so, tauschen wir die beiden. Und ja, Outlaw im Archer ist eigentlich nicht die beste Besetzung, weil hier... Nehmen wir die mit ein bisschen mehr Gunnery und Dings oder Twinkle. Taktisch 9. Nö, wir machen das so. 315 Tonnen. Sollte auf jeden Fall adäquat sein für diesen Schwierigkeitsgrad. Vielleicht noch ein bisschen drüber. Also auch mit dem Shadowhawk jetzt funktioniert, denke ich. Aber ja, einfach mal gucken. Also endlich mal einen Stalker eingesetzt, wenn auch nicht für den richtigen Missionstyp. Also dieser Mech ist nicht für diese Art der Mission, denke ich, gedacht. Für Battle schon, aber nicht in dieser Umgebung. Hm. Aber trotzdem, wir haben einen dabei, der kann auch mit den LSR einfach die ganze Zeit schießen. Alles gut, der macht schon seinen Job. Und ja, der Archer, denke ich, also mit den bei 2 LSR 15 immer gut. Das ist wieder so ein typischer Mech für, okay, ich suche mir irgendwo einen Hügel, am besten noch mit einem dichten Wald und stelle mich da rein. Okay, er dankt den Göttern und super, dass wir da sind und bla, wir sind ein Lifesaver, alles klar. Jetzt sollen wir schnell dahin und denen helfen. Watch for vines. We don't want to get tripped up. Coordinates received. Rolling. Moving out. On my way. Hitting out. Lustig wäre, wenn das genau dieses Killteam wäre, was jetzt, weil wir eher abgehauen sind, da hingekommen ist. On my way. I'm there. 45, 85, 95 und 80 Tonnen. Okay. Let's do this. Schon fettes Zeug dabei. So, was haben wir hier? Hatchetman, okay. Waiting for orders. Ich würde sagen, ich mache erstmal Reserve. Warte mal darauf, was die Dicken da machen. Okay, jetzt kann ich nicht weiter warten. Dann denke ich, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe den Archer jetzt einfach hier rein, schieße schon mal die LSR. Good to go. Oder mach Ähnliches mit dem Stalker. Na, nee, gefällt mir nicht. Receiving you. Das ist der Grasshopper, der müsste natürlich nach vorne, aber jetzt schon jumpen ist eigentlich auch nicht das Beste. Standing by. Ja, wir machen erstmal auf safe.
Wir gehen mit dem Archer hier hin und schießen. Coordinates received. Treffen unheimlich schlecht, weil der in diesem Sporenfeld steht. Deswegen nehme ich hier die Waffen mit wenig Trefferwahrscheinlichkeit raus. Wir haben genug LSR-Munition, deswegen einfach drauf. Haben jetzt auch noch keinen Resolve ausgegeben, ist aber egal, weil, ja, einfach nur mal anfangen. Es wird ja wahrscheinlich dann Banshee sein mit den 95 Tonnen. Waiting on you, Commander. So, der Highlander, den können wir aber jumpen und schießen lassen. Standing by. Awaiting orders. Tja, der Stalker, also ein bisschen nach vorne sollte der schon. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Und ich gebe immer noch keinen Result, obwohl er da jetzt eigentlich hoch steht und nur diesen einen Evasion hat. Aber meine Idee ist halt, ich ziehe sowieso vor deren Assaults, yes, Commander. Dass ich einfach vorrücke mit dem Ding, weil er will ja auch Action haben, ne? Springen wir hier hin, haben vier Evasion, sehen jetzt unsere Gegner. Da ist eine Banshee M und ein Battlemaster. Okay, alle relativ gleich geschützt, er etwas weniger. Ich bleib mal auf ihn hier. Aber ich schieße mal weniger Waffen, weil Hitze. Machen wir mal nur so. Einfach nur mal ein bisschen Hallo. Na, guck mal den Arm mit der Axt ab. Critical hit. Come on, Mech Warriors. It's go time. Damage is minor, Commander. So, jetzt kann ich den Grasshopper direkt Commander? Schon wieder ziehen oder den Archer. How's it going? Ich warte noch einen Zug mit dem Grasshopper, weil der immer noch 3 Evasion hat. Der Archer bleibt, glaube ich, einfach stehen und schießt. Trifft mit den LSR nicht gut, dann machen wir Folgendes. Na. So, das ist gut. Gotcha. Da drüben schon mal Hallo sagen und dem Hatchetman weiterzusetzen. Victor. Aua, aua, aua. Genau ausgenutzt, dass der Stalker da so scheiße steht. Tja. Reporting heavy damage. Commander. Tja, jetzt könnte ich hier schon in den Nahkampf gehen. Der Battlemaster ist noch dran und die Banshee auch. Die will ich natürlich nicht im Nahkampf haben. Hier in den Nahkampf gehen und alles mitschießen könnte man machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, da kommt die Banshee nicht hin, hoffentlich. Ja, machen wir mal so. Moving out. Targeting for physical attack. Sehr schön, AK-20 ist schon mal weg. Inflicted some heavy damage. I'm being flanked. Das ist nicht so schlimm, der hat hinten genug Panzerung für einmal. Oh, also bei einer Banshee S wäre es schlimm. Reporting, major armor loss. Yes, so, und jetzt muss der Stalker mal glänzen. Affirmative. Hier, ich würde sagen, wir schießen einfach alles. Ja, das ist der umgebaute Stalker, also nicht der Standard. Mist, ich wollte eigentlich zuerst den Standard mitnehmen, aber das ist der, so wie ich den machen würde. Ne? Also, zwei Medium Laser rausgeschmissen, 4er statt 6er KSR und dafür aber mehr Heatsinks und ja, ich glaube ein bisschen mehr Panzer. Copy that. Der Standard-Stalker hätte noch mehr Feuerkraft als der jetzt hier, aber das war auch schon nicht schlecht. Reporting. Serious armor loss. That was a heavy hit, Commander. Ja, eigentlich musste er nicht wirklich näher ran. Ich glaube, ich lasse noch einfach stehen und auch nochmal auf den Victor schießen. Weil der Victor muss weg. Firing everything I've got. Funktioniert. Er kann gleich springen. Gotcha. Hatchetman zum Glück ohne Hatchet, aber er hat ihn nicht getroffen. Ja, der Grasshopper muss zuerst weg. Kein Evasion mehr und die Banshee im Rücken. Hey, Junge. Jumpen wir mal hier hin. Gehen auf die Banshee. Ach komm, alles erschrecken. Haben wir gleich coolen Fan. Das macht dem nicht viel. Aber es ist ein Anfang. So, hier teile ich wieder Beschuss auf.
Sehr schön, könnte ein bisschen mehr sein, aber naja. 10-4. Sehr schön. Na gut, jetzt werde ich mich bewegen müssen, weil wie gesagt, ich möchte den nicht im Nahkampf haben. Awaiting orders. Der Stalker walte deines Amtes, wobei blöd ist, dass der jetzt hier so gedeckt ist, aber egal. Roger that. Reporting critical hit. Good to go. Ich müsste eigentlich auf den Battlemaster gehen, weil der nicht gedeckt ist. Mache ich auch. Yes, Commander. Location confirmed. Na, ich gehe mal jetzt mit ihm komplett hier drauf, wegen der guten Trefferwahrscheinlichkeit. Ist blöd, weil das viel Damage hängen bleibt in diesem Bulwark Steady Zeug da. Aber gut. So, der Grasshopper konnte hier in den Rücken schießen, dann ist nämlich nichts mit Cover. Aber das ist vielleicht ein bisschen risky, weil der Battlemaster da noch steht. Wobei andersrum. Es ist halt. Na ne, da kriege ich den Rücken nicht. Es ist halt ein Grasshopper, ne? Komm, gehen wir das Risiko ein. Minimalbewegung, Coolant Band an und alle Waffen in den Rücken. Locking in all weapon systems. Okay, es hat auf jeden Fall einiges an Schaden gemacht. Eine PPC gekrittet, eine zerstört, aber... Ah ne, ich dachte, er macht einen Nahkampfangriff. Okay. Hätte mehr gebracht als das da. Naja, okay, aber er hat einen Headhit. So, Highlander und Commander. Stalker. Der steht immer noch ungeschützt. Dann würde ich sagen, Battlemaster. Copy that. So, mit dem normalen Stalker macht man halt einen Alpha Strike und dann ist der heiß. Dann muss man schon gucken, was man wie. Dann feuert man einmal nur zwei LSR-10 oder so. Ist natürlich dann nicht so toll. Das ist mit dem jetzt schon besser, weil ich habe jetzt die ganze Zeit hier immer nur Alpha Strikes gemacht und jetzt muss ich erst anfangen, mit Hitze aufzupassen. Commander? So, der Highlander geht nach, nicht nach hier, vielleicht nach hier. Nee, ich könnte ihn auch in den Rücken schießen. Aber ist dann doof mit der Minimalreichweite. Hier könnte ich ihn... Habe ich... Doch, da habe ich den Rücken. Sehr schön, so machen wir es. Geben sogar nochmal hier Kohle für Precision Strike aus, in den Center, super Trefferwahrscheinlichkeit, wahrscheinlich ist jetzt. Ja. Sehr schön, vielleicht hat sie noch ein Battlemaster. Enemy down. Reading you. Move order received. Geben wir nochmal für einen Precision Strike aus, der hat, okay, vielleicht reicht sogar. Der ist nicht so gut zu treffen, weil er durch diese Sporen drin ist. Und alles gezielt im Center hat nicht gereicht. Eigentlich müsste ich in den Nahkampf gehen. Ah, ja, mache ich auch. Dann geht es nämlich von der Hitze noch klar. Selber in dem Sporenfeld, also schwerer zu treffen. Und vielleicht reicht es. Ja, es reicht nicht. Target taken, a critical hit. Auch da, er hätte besser einmal zuhauen sollen, aber naja. Standing by. Move order confirmed. SR-10 aus. Ein Laser aus. Weil nee, ein Large Laser aus. So, brauchen wir ein bisschen Hitze ab. Ist eh egal. Oh, okay. Aber ich meine, der Highlander wäre auch noch dran gewesen, so von daher. Ja, wir haben die gesaved. Ja, wir schulden euch was, ja, ja klar. Okay. Mission successful. Drinks werden bezahlt, alles klar.
Mal gucken, ob die vielleicht sonst noch was für uns haben. Oder die uns in einer anderen Mission da nochmal unterstützen. Sowas wäre halt geil. Ja, das hat Ruf gekostet bei denen, ist ja klar. Einer ist verletzt, okay. Aber sonst keine Schäden. So, und wir können ein bisschen looten. Den Endlaser mit Plus-Damage will ich haben. Oh, geil, ist er dann 6. Ja, nehmen wir einen Victor-Teil auf jeden Fall. Oder Battlemaster? Ne, wir nehmen Victor. Okay, haben Battlemaster auch noch dazu gekriegt. Und Banshee, ja, perfekt. Also sind halt nur Teile, aber trotzdem, ne? Also, die Video Company hat sich nochmal bedankt. Commander Kami hat sich sehr dankbar und weiß ich nicht angehört, okay. Ach, sogar eine Frau, okay, ja, sollte sie besser auch sein. Denn wir haben jetzt immerhin unsere Battlemax und Leute hier eingesetzt, um ihre Kompanie zu retten. Und wir haben noch nicht mal Kohle dafür gekriegt. Na, man weiß aber nie. Vielleicht wird der Gefallen irgendwann zurückbezahlt. So, und wenn ihr mich entschuldigt, ich muss Reparaturen beaufsichtigen, denn das Killteam war schon ernstzunehmender Gegner. War er zwar, aber Reparaturen hatten sich ja wohl trotzdem Grenzen, ne? Okay, also, sobald er von Marik das Geld kriegt, dann schickt das. Heißt der Flashpoint, genau, ist erledigt. Wir sind bei der Free Worlds League, haben wir plus 5 Punkte gekriegt, haben aber eh schon den höchsten Ruf. So, wir haben einen doppelt verbesserten Large Laser gekriegt, einen Large Pulse, sehr geil. Ah, und minus 1 Ton ist geil, dann wiegt der weniger. Com System, ein Atlas, Teil leider nur. Ja, Atlas wäre mal noch geil. Verbesserte PPK, oh, geiles Zeug. Also alles mögliche an verbessertem Zeug, nochmal extra Cash. Ja, das ist nicht schlecht. Okay, schauen wir einmal hier rein. Aber genau, sollte alles perfekt aussehen. Man könnte überlegen, ob man irgendwo diese verbesserten Laser und sowas alle einbaut. Vor allem, nee, nicht Contracts. Also hier war noch einiges auf dem Planeten zu machen. Aber vor allem wollte ich mal nach dem MacWarrior gucken, weil der Typ hat ja auch gesagt, ja, ja, hier Erfahrungsplus, bla bla. Aye, aye. Nice. MacWarrior Training complete. Zahlt sich aus, dass sie jetzt schon so viele Missionen mitgemacht hat. Das sind, so lange ist sie noch gar nicht dabei. Ja, okay, 15 Einsätze aber schon. Let's do this. Ja, so. Training complete. Die sind alle schon auf 10. Er noch nicht. Aber sie. Ja, muss erstmal besser schießen. Plus Health, sehr gut. Also nur 3 Lebenspunkte. I'm here. Yeah. All right. MechWarrior training complete. Good to go. Okay. Sehr schön. Standing by. Haben wir gar nicht eingesetzt. Gucken wir noch einmal in den Store. Ein Bench-Teil, Black Knight. Crap, cool. Okay, aber im Prinzip nichts Wichtiges oder nichts auch Komplettes, was man kaufen kann. Hier doppelt verbessertes Büro. Nehmen wir mal mit. Kostet zwar viel Geld, aber ist immer gut, weil es wiegt nichts. Also keine Tonnage und kann man einfach schön einbauen in irgendeinen Mac. Okay, ja, man könnte noch was verkaufen für Kohle, aber bin ich ja nicht drauf angewiesen. Mal einmal schauen, ob besondere MacWarrior hier sind oder so, oder irgendjemand, den ich mitnehmen soll. Hier unten ist einer, der schon ein bisschen... Ah, brauchen wir aber nicht. Gut, ich würde sagen, für heute war es das mal. 2 Flashpoints habt ihr gesehen. Der hier war jetzt auch, zumindest vom Schwierigkeitsgrad, ein bisschen höher, aber auch kein Problem. Und ja, 127 Tage noch in dieser Kampagne und dann haben wir es endlich mal geschafft. Das war Teil, ich glaube, 21 inzwischen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschö.